Auf jeden Fall ist die Party super, weil Hermann hat das gut im Griff. Der ist so geil vernetzt, da kommen wirklich immer Top-Leute und das hast du sonst selten in der Konzentration. Immer wieder toll. Also da können sich viele Veranstalter wirklich in Deutschland eine Scheibe von abschneiden. Warum der Mann so geil drauf ist? Ja, wahrscheinlich hat er die richtigen Kakaobohnen in seiner Schokolade, ne? Aus Ghana! Ja, das hört dazu. Für mich seit vielen, vielen Jahren fest dick im Kalender vorgeschrieben, weil es ein toller Typ ist, mein Freund Bühlbecker, der Hermann, und weil ich natürlich auf Süße stehe. Aber es ist nicht jeden Tag Sonnenschein und es gibt ja auch nicht jeden Tag Schokolade. Aber heute gibt es alles doppelt. Sehr gut, sehr gut. Das ist ja das Spannende. Unternehmertum ist ja immer nicht geradlinig, sondern die Unternehmer, die so vielfältig sind wie er, das sind ja dann die wirklichen Ikonen. Das sind ja die, die wirklich was ganz, ganz Besonderes machen. Und das zeichnet es aus. Nicht nur das eine zu können, sondern auch die Party, die Produktion, die Professionalität zusammenzubringen. Und das sind dann die Superstars. Ich freue mich jedes Jahr einfach, alte Freunde und Bekannte wieder zu treffen. Die Show ist super. Ich mag Herr Bühlbecker auch einfach gerne. Ich habe so das Gefühl, er gehört irgendwie auch ein bisschen zur Familie dazu. Und auch so diese kleine Prise Hollywood-Stars macht immer Spaß. Also das Essen ist toll und die Schokolade. Was? Also Rock ist eigentlich eine meiner ganz großen Leidenschaften, schon seit mehr als 50 Jahren. Ne? Schau mir mein Haar an, da weißt du Bescheid. Und ich finde das eine gute Kombination, weil beides steht für Energie. Schokolade von innen, Rock'n'Roll, Rock von außen. Und es sind immer gute Gäste da, es gibt viel zu gucken. Es sind tolle Kostüme, die Modenschau, gute Musik, also was will man mehr? Ist, wenn er hier Party macht, bis morgens um 3 morgens, um 6 Uhr schon wieder an der Werkbank. Und das finde ich unglaublich. Ich glaube, da können sich viele, auch Leute, die deutlich jünger sind, eine Riesenprinte von abschneiden. Da ist Hermann echt ein Vorbild. Weißt du, also der Terminkalender das ganze Jahr ist nur gefüllt mit Lamperts, Lamperts, Lamperts. Also mit Kekse an Weihnachten, mit an Ostern und im Sommer. Einmal Lamperts, immer Lamperts. Gott. Darling, wir sind eingeladen. Mein Gott. Rocking Chocolate. Das heißt Hüftkreisen, weil das Hüftfett legt sich bei Schokolade um die Hüften. Und da muss man viel tanzen. Du, ey, ganz klar, das ist das Highlight des Jahres. Ich meine, wer da nicht hingeht und wer das absagt, außer aus gesundheitlichen Gründen, der ist selber schuld. Ja, Paddy, auch wenn Hermann einlädt, da musst du kommen, da musst du toll aussehen. Und das musst du einfach auch ihm zuliebe, ihm musst du das schenken, weil er einfach so einen Megajob und so ein tolles Fest macht. Und ich freue mich riesig. Ist doch super organisiert. Und die Firma gibt es ja seit 1688. Finde ich toll, ne? 400 Jahre gibt es die schon. Ne? Ach, wir freuen uns immer auf den Abend, weil wir da viele alte Bekannte treffen, ab und zu was naschen dürfen und das macht Spaß. Was erhofft ihr? Den Hangover ganz schnell mit einem guten Gin wegzutrinken, ein bisschen Schokolade zu essen und eine geile Show zu sehen gleich. Und also wenn Hermann Bühlbecker einlädt, dann muss man ja auch dabei sein. Und heute freue ich mich ganz besonders bei der Show in Mozartkugelkleid dabei zu sein. Die Lamberts Monday Night gehört für mich fest in den Kalender. Es ist immer ein tolles Event, es sind tolle Leute da, es macht wahnsinnig viel Spaß und es gibt ganz viel zu naschen. Komm gerne nach Köln, geile Stadt, und bin jetzt mal sehr gespannt. Ich meine, Fashion ist natürlich nicht so unser Spezialgebiet als Triathleten, aber ich bin auf jeden Fall positiv gespannt und schauen wir mal, was kommt. Ein paar wirklich schöne Momente und eines war das Dritte. Ja, ich habe mir gedacht, ist ja irgendwie so, was war das hier, so Rockin' Chocolate oder was? Genau. Genau, habe ich gedacht, da musst du mal ein bisschen rockig auftreten. Und gestern, das ist immer schön, die Natascha zu treffen, weil wir sehen uns ja auch nicht so häufig. Und hier trifft man einfach immer die coolsten Leute. Du machst alles richtig, Hermann. Und ich mag das total. Es sind ganz, ganz viele verrückte Leute da. Und so, was ich sehr mag, es ist sehr bunt. Ja. Und es ist sehr, sehr wild. Oh my gosh, it was fantastic. We had so much fun. I even got up and sang a little Somewhere Over the Rainbow.